you Hallo ihr Lieben und willkommen zur neuen Maya-Welle. Die neue Maya-Welle, die bereits morgen startet, am 6. November, mit einem Portaltag, die dann bis zum 18. November geht. Ja, die Welle der Geisteskraft. Und der Kommunikation. Das ist schon mal sehr spannend, denn das passt zu dem, was auch gerade um uns alles passiert. Und Geisteskraft und Kommunikation wird da ein wichtiger Bestandteil gerade die nächsten Tage. Und wir starten ja in diese Welle mit einem Portaltag. Und wenn man so die Weltgeschehnisse beobachtet, also da scheint sich auch einiges zusammenzubrauen. Aus diesem Grund habe ich heute auch mal eine ganz besondere Deko gewählt. Also ihr seht hier, wir haben Steine. Warum haben wir Steine? Denn ja, in dieser Welle, da geht es ja ganz intensiv auch um deine Gedanken. Wo stecken deine Gedanken? Wo sind sie deine Gedanken? Deswegen habe ich mich heute mal für Steine entschieden, weil du siehst, wir haben kleinere, wir haben größere. Da ist so ein Stein mit dem anderen und da passieren einfach mal Dinge, weil nehme ich mal hier vorne einen Stein weg, kommen andere Steine zum Vorschein. Passiert noch nicht ganz viel. Nehme ich einen Stein zum Beispiel hier mittendrin weg, wie diesen hier, fallen andere zusammen. Also da ist Bewegung drin. Ich wollte euch das ein bisschen symbolisieren mit den Gedanken, die wir denn auch haben und wie die so aufeinander aufbauen, miteinander in Verbindung sind und was da alles so ja passiert. In dieser Welle, deine Gedanken. Ganz intensiv. Wohin gehen den ganzen Tag deine Gedanken? Was denkst du? Und ähm, was denken die anderen? All das wird ein wichtiger Bestandteil. Was auch wichtig ist, was gefällt dir, was gefällt dir nicht, was gehört in dein Leben, was gehört nicht in dein Leben. Wo sagst du noch ein Ja, wo eigentlich ein Nein stehen sollte? All das wird so immens wichtig. Auch dein Ego, das ist natürlich hier ganz aktiv, das drängt natürlich auch ähm, ziemlich gewaltig und ja, auch dein Geist, der drängt. Der drängt nämlich, dass du dir Dinge anschaust. Und gerade wenn man Dinge anschaut, dann geht es eben darum zu gucken, okay, warum wird mir das gespiegelt? Warum soll ich das anschauen? Was passiert da? Also es geht um das Finden von Lösungen, es ist ein geistlicher Austausch, auch dein Geist, der wird klarer in dieser Welle, der verbindet sich nämlich mit deinem Herzen und diese ganz neue Verbindung ist eben sehr intensiv. In dieser Welle geht es auch intensiv um die Themen Kontrolle, und Macht. Wenn wir in die Weltgeschehnisse schauen, Kontrolle und Macht und gewisse Situationen anschauen, ich möchte nicht ins Politische gehen, denn du darfst dir da selber deine Meinung bilden, dann weißt du, dass das genau wichtig jetzt ist, warum diese Welle hier ansetzt. Und hey, genau eben die Kontrolle, die Macht, Wer nicht im Herzen ist, wird aus Kontrolle und Macht heraus handeln. Und das passiert. Worte, Gedanken, vieles hat eine Schwingung. Und diese Schwingung, die zeigt sich eben auch ganz intensiv in dieser Welle. Ja, wer manipuliert? Also Manipulatoren werden in dieser Welle ganz schnell enttarnt. Und das ist für den Rest, glaube ich, ganz gut. Für die, die nicht manipuliert werden wollen, für die, die das nicht mögen, wenn manipuliert wird. Also es wird eben immer klarer. Was hier auch klar wird in dieser Welle, deine Gedanken, gerade wenn es um Negatives geht und du merkst, wo bist du in dieser negativen Gedankenwelle, wo sind die Sorgen, wo sind die, die Nöte. Und du kannst genau diese Denkansätze ganz, ganz schnell auflösen, verändern. Also das geht gerade in so einer Welle wesentlich schneller als sonst. Auch geht es darum um Bewertungen. Denn gerade, und das sind wir auch bei dem Politikum, wir bewerten andere für ihre Ansicht. Machen viele von uns. Aber jeder ist ein Individuum. Jeder darf seine eigene... Gedankenwelt haben. Und diese Gedankenwelt ist so wichtig, weil ein anderer, der steht vielleicht wo ganz anders wie du, hat deswegen diese Entscheidung getroffen, so zu denken. Und dir wird das gespiegelt, eben damit du auch wieder schaust, wo bist du vielleicht woanders hängen geblieben. Wobei hängen geblieben relativ ist, weil du da andere Erfahrungen gemacht hast. Und das ist eben genau das, was jetzt immer mehr erkannt werden soll. Wo hängen wir da selber für uns? Wir sollen nicht die anderen anschauen. Schau dich selber an. Und vor allem, wenn du merkst, du bist doch dabei, andere zu bewerten, zu beurteilen, dann ganz klar zu sagen, genau wie ich. Und spätestens, wenn du das hinzufügst, wirst du dich immer mehr ertappen. Und da geht es eben genau wie hier um die Steine. Du wirst einen Stein nach dem anderen bei dir anschauen in dieser Welle. Und du wirst schauen, Du wirst gucken, was eben jetzt geändert werden kann. Und das ist eigentlich ein sehr guter Aspekt, weil es immer mehr um dich selber geht. Dieses immer mehr um dich selber, intensiver um dich selber, das merkt man auch intensiv momentan an den Jahresreadings. Also wow, was da alles so passiert im nächsten Jahr, auch die Tendenzen, die klar abzusehen sind. Also da ist doch sehr viel in Bewegung. Meine Lieben, ich würde sagen, wir starten jetzt mit den individuellen Botschaften. Wohlgemerkt, individuell heißt nicht gleich absolut nur deins, weil deins wäre ein ganz klares eigenes Reading, wo man eben für dich noch gezielter in die Thematiken schauen kann. Wenn du dich entschieden hast, erster, zweiter, dritter Stapel, dann würde ich sagen, schauen wir, was in dieser Welle so alles auf dich zukommt. Alle, die den ersten Stapel gewählt haben, um was geht es denn bei dir? Bei dir geht es darum, ja, eine Entscheidung steht an. Deswegen hast du hier auch den Engel der Entscheidungen bei dir. Entscheidungen, wenn da sind, die fallen uns manchmal sehr leicht, manchmal auch nicht so leicht, manchmal werden wir auch genötigt eine Entscheidung zu treffen. All das ist hier möglich, aber das, was hier eben von dir abverlangt wird und da holen wir gleich die nächste Karte dazu, das ist eine göttlich geführte Chance. Diese göttlich geführte Chance, die jetzt ist, die hier mit Entscheidungen zu tun hat, da wirst du genötigt regelrecht. Also es hört sich zwar ja so ein bisschen auch nach Manipulation an, ja das, was wir nicht wollen. Aber das, was du genötigt wirst, das ist zu deinem Glück genötigt. Du wirst geschubst in eine Richtung. Und diese Richtung, in die du geschubst wirst, vermutlich ziemlich unfreiwillig, aber es wird sich für dich zu einer der besten Entscheidungen wenden. Und das ist gut so. Also. Halte dich da nicht dran fest, dass du hier so geschoben wirst, sondern nimm das einfach an. Lass es fließen, nimm es an. Es passiert aus einem speziellen Grund. Und dieser spezielle Grund, der hat eben damit zu tun, damit du dich entwickeln kannst, damit du genau positive Veränderungen mit dir und mit allem... Annehmen kannst. Das ist auch ein gewisses Risiko, aber es ist eben etwas, das jetzt bei dir hier göttlich geführt ist. Du gehst in ein Territorium, das du vielleicht nicht ganz so kennst, deswegen ja wirst du dahin geschubst, aber du wirst ganz schnell sehen, es ist wichtig. Es ist so wichtig für das, wo du dich entwickelst. Denn das, was hier passiert, da sehen wir, es geht um Spiegelungen. Was wird dir gespiegelt, was triggert dich an? Wer spiegelt? All das, das kommt zum Vorschein Und ja, das sollst du genau hinschauen, denn das, was hier passiert, das ist wirklich ein göttliches Timing. Hier werden Menschen auf der Bühne erscheinen, die Positives für dich wollen die Positives wollen, dass du dich entwickelst. Und das sind, ja, was sind das alles an Personen? Das sind Seelengefährten, das sind Menschen, ähm, die eine intensive Bindung zu dir haben. Und ja, die wollen alle, dass hier etwas vorwärts gehst. Du wirst, du bist da dich dann nicht mehr alleine, du fühlst dich nicht mehr alleine. Weil diese Verbindung, die hier geschaffen wird, die ist ganz besonders, weil eben ja, das sind Seelengefährten, die sich alle auf ein ähnliches Level schieben wollen. Vielleicht bist du derjenige, der gerade ein bisschen träge unterwegs sind, deswegen schubsen die anderen so ein bisschen mit ran so nach dem Motto, hey komm, wir wollen jetzt alle vorwärts gehen, wir wollen alle in diesen Aufstiegsprozess, wir wollen in die Veränderung gehen und deswegen fühlt sich für dich vielleicht so ein bisschen an, als wenn du auch genötigt wirst. Aber wie gesagt, das ist gut so. Das ist wirklich gut für deine ganz persönliche Entwicklung. Denn das, um was es hier geht, da kommt die Koralle ins Spiel, das ist die Allliebe, das ist spirituelle Geborgenheit. Ja, da ist Schutz, Geborgenheit, da ist universelle Liebe. Und all das, das ist da. Das hilft dir jetzt eben, alte Erfahrungen zu verarbeiten, sie loszulassen, auch einen Neuanfang zu wagen. Denn auch für dich, das sind glückliche Erfahrungen in der Liebe. Es geht um ein Aufblühen, es geht um ein Verändern, das hier stattfindet. Und diese Veränderung, die ist eben ganz bewusst für dich gewählt, damit du in diesen tiefen, tiefen Transformationsprozess kommst, der hier jetzt angeht geschoben werden soll eben. Also du wirst angetriggert auf so, so vielen Ebenen. Und das, was bei dir hier angetriggert wird, warum wirst du jetzt so immens hier angeschoben? Warum werden Entscheidungen von dir abverlangt, die du jetzt eigentlich so noch gar nicht treffen möchtest? wie gesagt das, das hat so einen touch von manipulation und wir haben ja gehört ganz am anfang zu beginn dass auch so manipulationen aufgedeckt werden aber bei dir ist es eben keine manipulation auf der irdischen ebene sondern das ist das göttliche timing das ist ein göttlicher plan du wirst hier da zwar hingeführt dass du das gefühl hast aber du sollst dich ja damit auseinandersetzen, dass du eben mit dem Göttlichen verbunden bist, dass du hier angeschoben wirst und das sollst du erkennen. Jetzt haben wir auch den Hinweis schon bekommen, dass es um glückliche Erfahrungen in der Liebe bei dir gehen. Und ja, vielleicht hast du schon das Liebesorakel gehört und siehst, welche Entwicklungen möglich sind. Deswegen wundert es mich nicht, dass wir hier bei dir sehen, auch in den nächsten Karten, da sehen wir eine brünette Frau, die damit beteiligt ist. Wir sehen aber hier auch einen Mann, der mit beteiligt ist. Also da ist etwas sehr Positives am Entstehen, am Kreieren. Aber wir sehen auch, und das wird jetzt spannend. Long distance, also eine Entfernung, und ich lege die extra mal hier hin, weil ich glaube nämlich, das ist das eine Thema mit der Liebe und das hier mit der Entscheidung, mit den Entscheidungen, die von dir abverlangt werden, die haben einen weitläufigen Aspekt, dass diese Entscheidung, diese göttlich geführte Chance, die hat Auswirkungen erst weiter vorne noch was noch ja im nächsten Jahr ansteht. Aber jetzt werden Entscheidungen gefällt. Aber diese Auswirkungen, diese positiven Auswirkungen, die wirst du im kommenden Jahr erst spüren. Wow, das zeigt, dass es doch hier bei dir um einiges geht, dass du noch etwas lernen sollst. Und dieser Lerneffekt, mit was hat der da zu tun? Denn wir sehen hier auch eben in der Liebe passiert etwas. Es spiegelt sich einiges. Also du wirst hier, ich denke, dieser Stapel ist der Stapel, aus dem viel, viel herausgekitzelt wird, wo nochmal Entwicklung richtig, richtig Gas gegeben wird. Das hat dann natürlich auch damit zu tun, wenn so Gas gegeben wird, das sind Prüfungen, die mit anstehen, aber diese Prüfungen, die sind nicht da, um dich zu schikanieren. Im Gegenteil, die sind dazu da, um dich vorwärts zu bringen, um dir eben etwas zu zeigen. Und ja, da geht es um die Liebe. Und ja, da geht es darum, dass Glück bei dir einziehen darf. Das Glück darf kommen. Und wow, wenn das Glück, die Liebe... Die Glück und, und Liebe vom Himmel, wenn du das empfängst, das ist für mich auch, das ist eine göttlich geführte Liebesbeziehung, wo hier etwas am Entstehen ist, eine Verbindung, die hier am Entstehen ist. Und diese Verbindung, die darf hier auch weiter ausgebaut werden. Und vermutlich ist genau das die Aufgabe, dieser Ausbau dieser Liebesbeziehung, bevor das, wo du hier diese Entscheidung triffst. Also die du jetzt schon triffst, aber die Auswirkungen im nächsten Jahr, bevor dieser Schritt hier entsteht. Aber du bekommst hier jetzt ja schon der Hinweis, dass das eine sowohl mit dem anderen zusammenhängt. Ich gehe davon aus, dass du diesen Hinweis hier bekommst, damit dir die Entscheidung leichter fällt, damit es eben nicht ganz so schlimm für dich wird, damit du mit einem guten Bauchgefühl diese Entscheidung treffen kannst, wo du weißt, die hat Auswirkungen bis im nächsten Jahr, du aber auch weißt, die Liebe ist so wichtig und all das, das geht so ineinander. Da kommt dann auch noch der Fluss, Fluss der Fülle und schau mal, das sieht man auch wieder, das ist so tatsächlich liebestechnisch, also da bewegt sich etwas, da ist etwas erschaffen, da... Das ist so eine Einheit. Du merkst auf einmal diese, diese Fülle, die hier erscheint, die auf einmal dann auch zum Vorschein kommt, dass die für deine Entwicklung eben so wichtig ist. Und dazu gehört eben auch das Verlieben oder hier das Dating, was wir hier sehen. Du bekommst allerdings auch einen kleinen, kleinen, kleinen Hinweis aufzupassen, denn hier kommt der Götze der Verliebtheit. Und der Götze der Verliebtheit, da könnte man jetzt sagen, oh, soll ich mich jetzt gar nicht verlieben. Aber bei dem Götze der Verliebtheit, da geht es eben darum zu verstehen, wie und wo sich alles auf deine Beziehungen ausgewirkt haben. Was ist da alles da? Wo ist Herzensbruch da? Wo ist Enttäuschung da? Wo ist Rückzug da? Wo ist Depression? Wo ist auch Rache da? All das, was hier ist. Also ich glaube tatsächlich, dass du hier mit diesem Liebesimpuls an so viele Dinge herangeführt wirst, die heilen dürfen. Und wenn man das jetzt weiter anschaut, hier eine Entscheidung, die von dir abverlangt wird, die ihre Auswirkungen ins Frühjahr hat oder eben in 2021, dann kann man auch erkennen, ja, das hat auch hiermit zu tun, eben weil so viel Entwicklung bei dir und mit dir ansteht und wo du eben auch in diesem Bindungsmaß eben herangeführt wirst. Da kommt für dich dann noch eine zweite Karte dazu, nämlich auch der Götze der Beziehungen. Und der Götze der Beziehungen, das ist eine Karte, die eben sagt, okay, welchen Wunsch hast du in Beziehungen? Was ist eine böswillige Absicht? Wo musst du noch was loslassen? Wo kannst du dich schon auf andere tatsächlich einlassen, ohne sie zu benutzen? All das, das wird dir hier tatsächlich in Erinnerung gerufen. Auch, dass du dir selber vergeben sollst, bei allem, wo du gelitten hast. Es geht eben darum, ja, Herzensbruch. Wir haben es gerade schon gehört. All die Thematiken. Also du wirst hier durch Liebesthemen regelrecht durchgeführt, die dein Bild in irgendeiner Form gefestigt haben, die jetzt einer Heilung bedürfen. Also du merkst schon, da ist wirklich eine ganze Menge, was in dieser Welle zwar beginnt, aber damit noch nicht abgeschlossen ist. Also das geht noch weit weit drüber hinaus. Alle, die den zweiten Stapel gewählt haben. Ja, dein Stapel, der ist crazy. Der ist echt crazy und so wie ich die Karten gezogen habe, wenn ich so der Reihe nach sie dir hinlegen würde, würdest du sagen, was ist das für ein Chaos? Ich habe deswegen ein bisschen versucht, jetzt Chaos zu bringen, äh, nicht Chaos zu bringen, Halleluja, sondern Ordnung in das Chaos zu bringen. Und ich werde dir die Karten anders in der Reihenfolge präsentieren, wie sie denn gekommen sind, weil ich glaube, sonst kann man das nicht ganz so gut verstehen. Denn wir sehen bei dir für diese Meierwelle geht es intensiv darum. Wir sehen hier einen jungen Mann, und ich hole es mal gleich weiter dazu. Wir sehen dich als Dating Queen. Also, das ist ja sehr positiv. Wir sehen nochmal Dating. Also, ja, da ist richtig was in Bewegung. Das passt zu, zu dem Liebesorakel für den November, denn es geht darum, dass du hier richtig, richtig aufblühst. Und dieses Aufblühen, das hat seinen Grund, denn dieses Aufblühen, das soll da sein, dass du merkst, du bist begehrenswert, du darfst da flirten, du darfst da tatsächlich, ja, dich umwerben lassen. Und dieses Umwerben lassen, das hat damit zu tun, dass du eben auch an den Punkt gehst, da kommt die Karte Spiele, du sollst jetzt nicht unbedingt mit Gefühlen spielen, sondern du sollst Spaß haben, du darfst hier wirklich, ja, um es mal ganz brutal zu sagen, auch ein bisschen auf die Kacke hauen und hey. Du darfst sein, wie du bist. Du sollst auch nicht dein Licht runterschrauben, denn es geht darum, dass du dich zeigst in deiner wahren Pracht. Ich glaube fast, so wie wir dir hier das sehen, du bist am Aufblühen, am, am wirklich, hey, daten, ja, aber ich glaube, du bist da noch gar nicht so 100% überzeugt, jetzt auch den passenden Partner zu finden, aber du datest halt mal. Aber, Du wirst da jemand kennenlernen, der deine Gefühle ganz schön aufwirbelt. Und ich glaube, das gilt ganz besonders für die, die Singles sind. Dass hier aufgewühlt wird, dass du auf einmal merkst, hoppala, was passiert denn da? Das für die Singles. Für die, die in einer Beziehung sind, kommt dann noch mal etwas extra. Aber für die Singles wird hier richtig, du wirst da an das Ganze herangebracht, weil das ist so spielerisch und ach, treffe ich mich halt mit dem, was kostet die Welt oder mit der. Und dann auf einmal merkst du, hoppala, da passiert ja was. Du merkst auf einmal, da fängt im Bauch das Rumoren an. Und dieses Rumoren, das ist etwas, wo du merkst, oh je, oh je, aber oje oh im Sinne von wenn ich mich jetzt verliebe mich da öffne dann kann ich verletzt werden und da ist deswegen der Engel für das Positive an deiner Seite der unterstützt dich nämlich aus diesem Tunnel herauszukommen aus diesem Tunnel damit du nicht diesen Tunnelblick hast dass ja alle Männer alle Frauen schlecht sind sondern es geht darum du darfst hier dich öffnen wow für die Singles, für die Paare unter euch. Ihr habt eine wunderbare Zeit mit eurem Partner. Das ist ganz, ganz tief. Ihr werdet auch spielerisch wieder aufeinander zugehen. Das ist so ein Refresh von, von Gefühlen, was hier aufläuft. Und eure Gefühle sind euch ganz, ganz bewusst, die hier entstehen dass hier noch mal etwas dabei ist und ihr werdet allerdings konfrontiert mit ein paar schattenthemen die da sind und es geht jetzt aber darum in dieser leichtigkeit zu bleiben miteinander auch ins positive zu gehen ich finde das so spannend, wir sind ja bei der Maya-Welle und trotzdem ist das Liebesthema hier in diesem Stapel ganz immens. Und auch glasklar, die, dieser Impuls kam für Singles und für Paare, das anzusprechen, weil es eben so wichtig ist für die Entwicklung. Also bei euch scheint hier etwas in eine ganz wichtige Richtung zu gehen. Denn wow, was passiert dann? Dann kommt die Karte, der stille Rückzug. Der stille Rückzug und auch hier möchte ich extra trennen, Singles und Paare. Denn die Singles, die dann auf einmal gemerkt haben, da hat was rumort in meinem Bauch. Ui, sind das Schmetterlinge. Du brauchst jetzt Klarheit für dich, weil vorher, das war Spielen, das war wirklich so, ach, ich gehe halt fort, was kostet die Welt und schauen wir mal, mal. Und auf einmal merkst du, ups, da ist was passiert, das sind Schmetterlinge entstanden. Und jetzt musst du für dich diese Gefühlslage klären. Das wird natürlich in deinem Gegenüber auch etwas ausmachen, wenn du auf einmal in so einem Rückzug gehst. Dein Gegenüber so, oh, was ist jetzt los? Aber das Wichtige ist eben, dass du tatsächlich jetzt da an den Punkt kommst, und da kommt diese Karte dazu, dass du ganz tief in deine Tiefen gehst, dich verbindest mit der Quelle, wenn nämlich im Außen ein Wirbelsturm ist und du in der Stille bei dir bist können die Antworten in dir aufsteigen und du kannst erkennen, was eben jetzt genau dein Weg ist. Du verstehst das immer mehr. Und das ist gut, so du merkst auf einmal, da kommt jetzt ja eine eine Flut an Gefühlen, du kannst sie verarbeiten und du kannst entscheiden, wie du das zuordnest und das ist extrem wichtig gerade für die Singles. Für die Paare Warum kommt der stille Rückzug? Denn ihr kommt in eine Phase, wo ihr jetzt, und da kommen wir hier zu dem Tunnel dahin, mit etwas konfrontiert werdet aus der Vergangenheit. Und dieses Konfrontieren aus der Vergangenheit, das, das setzt jetzt eben an. Das ist nochmal etwas, was an eure ganz tolle Basis hier andocken möchte. Da möchte von außen jemand andocken. Und da kommt jetzt dieser stille Rückzug, weil jeder für sich jetzt entscheiden muss, von euch als Paar zu erkennen, wie gehe ich mit dieser Situation um. Und dieses, wie gehe ich mit der Situation um, ist eben genau der Punkt, der hier anscheinend wichtig ist. Ihr werdet da, ja, auf den Kopf gestellt, möchte ich nicht sagen, aber es geht darum, dass jeder für sich entsprechend da etwas verarbeitet. Und da geht es, und das ist jetzt schon wieder übergreifend, ob single, ob in der Partnerschaft, es geht um Erinnerungen. Und du siehst da Herzchen fließen. Und diese Erinnerungen, die sind da. Denn diese Erinnerungen, die setzen jetzt an, dass du erkennst, was ist da passiert. Und dieses, was ist passiert? das hat mit alten schmerzen zu tun, das hat damit zu tun, was kommt da aus der vergangenheit, was muss, was soll da angeschaut werden, was soll verarbeitet werden, wo du wirklich erkennst, ja, puh, wie handle ich da? und das, das kommt jetzt eben tief und du siehst hier eine dame, die im bett ist, da wird auch viel in der nacht hereinkommen. also du wirst gerade in den nächten doch immer wieder damit konfrontiert, du wirst Nachdenken, du wirst verstehen und viele Erfahrungen, die hier auftauchen. Denn du hast hier das Tau bei dir und das Tau, wenn das kommt, dann bekommst du Antworten. Du sollst dich öffnen, eben damit du diese Antworten empfangen kannst. Dass du empfangen kannst von oben, von deinem höheren Selbst, aber auch aus dir heraus. Und ich glaube, da kommt sehr viel Wahrheit hoch. Da wird nochmal ein Verarbeitungsprozess stattfinden von Dingen, die aus der Vergangenheit eben hier jetzt mit so andocken. Egal ob Single, egal ob Pärchen, all das, das wird hier ja doch einiges herauskitzeln. Aber das ist gut so, das ist wirklich gut so, denn jetzt erkennst du, was eben wichtig und richtig in deinem Leben wird was da jetzt ein bisschen mit einem negativ touch ist, das ist der götze der schwäche und der götze der schwäche, das ist eine karte, die möchte dir einfach aufzeigen, dass es darum geht, dass du jetzt im moment vielleicht durch einen rückzug das für dich bestimmte den lebensweg unterbrichst. aber das ist die erkenntnis für den moment. Weil klar, wenn du, wenn du innehältst und gar nichts tust, dich in dein Bett verziehst, drei Tage nichts tust, kann ja natürlich nichts passieren. Aber dieses Revue-Passieren ist eben wichtig für deine Entwicklung. Aber je nachdem, wie lang dein Zeitfaktor ist, dass du eben erkennst, ja, ich brauche diese Zeit. Und ja, das kann auch Schwäche sein. Für den Moment wohlgemerkt für den Moment, aber dann wieder aus dieser Schwäche herauszugehen und ja, dann bist du echt auf einem guten Weg, dann ist das nur so ganz leicht angetatscht, um dann tatsächlich wieder positiv weiterzugehen. Es kommt noch ein Götze für dich, nämlich ja, der Sklave von Götzen. Der Sklave von Götzen, das sind Selbsturteile. Selbsturteile über dich und diese selbsturteile und die jetzt kommen das sind alte selbsturteile die jetzt noch mal hochkommen um zu erkennen ob du gewandelt hast dein denken dass du eben wirklich dann sagst hey das ist alt das ist jetzt nicht mehr stimmig vielleicht hast du hier die entscheidung mal irgendwann getroffen pff, für mich gibt es nicht den passenden Mann, die passende Frau. Und hey, genau das ist das. Du, du hast da so ein altes Ding, das da noch festhängt. Und jetzt hast du die Chance, das Ding zu eliminieren. Puff, weg. Und da geht es eben hin. Du bist da auf einem ganz, ganz tollen Weg. Deswegen auch hier, das, was mit einem leicht negativen Touch dabei ist, das ist wieder wichtig für deinen Entwicklungsschritt. Und das ist gut so. Für alle, die den dritten Stapel gewählt haben. Um was geht es bei dir? Bei dir zeigt sich, ja, da kommt Freude. Da ist der Engel der Freude bei dir an der Seite. Das ist so Luftsprung. Das ist Leichtigkeit, die hier kommt. Und diese Leichtigkeit, die darfst du annehmen. Und diese Leichtigkeit... Dieser Engel der Leichtigkeit, der ist deswegen da, weil er dir vor Augen halten möchte, dass du anziehen sollst statt hinterherjagen. Und dieses Anziehen, ja, genau das ist es. Hinterherjagen ist immer so ein Ding, aber wenn du eben in dieser Freude bist und am Springen bist, dann, hey, dann zieht das andere an. Und genau da soll es hingehen. Denn nein, nicht hinterherjagen sondern oder davonlaufen. Es geht eben immer um dieses Jagdprinzip. Du darfst jetzt etwas anziehen, das du brauchst. Nämlich Liebe, Dankbarkeit und auch einladende Energien. Und du darfst das selber aussenden, damit es zu dir zurückkommen darf. Und da wirst du... Hingeführt und diese Leichtigkeit der Engel der Leichtigkeit, der hier bei dir dabei ist, Freude, Happiness. Hey, das ist ein ganz, ganz wunderbarer Moment. Das ist so von innen heraus aus dem Herzen, wo du spürst: ähm, Ja, ich darf hier jetzt mich weit und groß machen. Schau mal, die springen, die machen sich weit, die machen sich richtig, richtig groß und auch du. Du darfst dich, ja, du darfst dich groß machen, du darfst dich weit machen, du darfst hier entsprechend vorwärts gehen. Das, was hier mit dabei ist, du merkst jetzt tatsächlich Gedankenmuster, die da sind, du merkst Dinge, die sich wandeln, denn es heißt jetzt anziehen statt hinterherjagen, Freude, die da ist, und da öffnest du ein ganz neues Tor. Finde sehr schön, dass diese Karte kommt, denn es ist ein ganz, ganz neues Tor. Und dieses neue Tor, das du durchschreitest, das vorher so dunkel war und da hinten, da kommt Helligkeit, da kommt Leichtigkeit. Das darf jetzt bei dir Einzug halten. Und das ist schön so, dass das kommt, denn diese Leichtigkeit, die wird dich eine ganze Zeit begleiten. Wichtig ist, und da kommt diese Karte hier ins Spiel. Der Sprung ins Ungewisse. Dieser Sprung ins Ungewisse. Und schau mal, die springen, Happiness, hey, nach oben. Und da ist so, uff, ich gehe nach vorne. Dieser Wandel, dieser Sprung, dass der in Leichtigkeit erfolgt. Und diese Leichtigkeit, die aus dir heraus ja soll, die sich ja zeigen soll. Und da wird ein Wandel stattfinden. In dieser Welle wirst du. Mit so vielem konfrontiert an Denkmustern, an Glaubenssätzen, an Dingen, die da sind. Und denke dran, ich habe es ja vorhin gesagt, dass in dieser Welle eben wir gerade mit dem, was negativ ist an Gedankenmustern, Sorgen denken, alles, das können wir viel, viel schneller auflösen. Und da kommst du jetzt hin. Da kommst du jetzt hin. Du wandelst hier eben für dich in diese ganz neue Happiness, Leichtigkeit und dieser Wandel, hey wow, wow kann ich nur sagen. Dieser Wandel, der ist wichtig, weil das, was hier jetzt kommt, da kommt das Meer als Ewigkeit, Zeitlosigkeit, auch die Weite. Und diese Karte, sie spricht davon, dass das Meer ist das Erleben der Ewigkeit. Dass du in einem Raum der Möglichkeiten bist, dass du in Verbindung stehst, dass unerwartete Wendungen und auch Botschaften sich offenbaren können. Und genau das ist es. Du bist in einem tiefgründigen Wandel, der gerade stattfindet. Und dieser Wandel, der findet eben in dir statt, weil du ganz bewusst auf die Denkmuster, Glaubenssätze und, 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 und in dieser Welle hinschaust. Das was hier passiert, das hat damit zu tun, dass du ja die wahre Liebe findest. Aber die wahre Liebe und ich glaube, da geht es nicht so drum, dass du hier einen Lebenspartner findest, Liebespartner, sondern es geht um dich, ganz allein um dich. Und dieses ganz allein um dich, das hat dann natürlich auch mit dem spirituellen Wachstum zu tun. Du bist in so einem wunderbaren Wandlungsprozess und dieser Wandlungsprozess sorgt eben dafür, dass du hier in diese Leichtigkeit kommst, dass du in diese Ewigkeit, in diese Zeitlosigkeit kommst. Und bei dir passiert noch mehr, weil sich Zeitebenen verschieben, Viele die die Schumann Frequenz beobachten, sehen ja, dass sich wie so Zeiten übereinander lappen. Und gerade wenn sich diese Zeiten übereinander lappen, dann kommt hier auch Past Life mit ins Spiel und wenn das Past Life da ist und uns noch etwas widerspiegelt, etwas gibt, was hier passiert, haben wir die Möglichkeit, ja noch tiefer in klärende Energie zu gehen. Und das ist es, was hier bei dir passiert. Also da ist wirklich eine ganz ganz große Wandlung am passieren. Das Ganze hat bei dir mit der Hingabe zu tun. Wir haben hier die Hingabe, die mit ins Spiel kommt. Und bei dieser Karte geht es darum, dass du dich tatsächlich hingibst, dich mit der Situation zu verbinden. Das, was hier passiert, und ich glaube, es geht um die Hingabe in die Leichtigkeit, das Fliegen, diesen Sprung ins Ungewisse, den du hier machst. Und dieser Sprung ins Ungewisse, hey. Da, da geht es um den Sprung zu dir, den absoluten Sprung zu dir. Und das Ganze hat dann noch mit Ekstase zu tun. Und die Ekstase, die sagt, ja, du stehst unmittelbar am Abgrund. Du stehst am Abgrund. Aber wir wissen, es ist der Sprung ins Ungewisse. Und es ist jetzt gerade die Liebe, die eben dich auffordert, dein, dein ganz kleines Selbst zu verlassen und dein wahres Selbst zu finden, dass du Mauern, auch die du aufgebaut hast, hier wäre meine Mauer, dass du die jetzt fallen lässt, weil du in die Wandlung gehst. Du bist in einem ganz besonderen Prozess, in dem du gerade dabei bist. Die Hingabe, die eben so wichtig ist, und lasse fließen in dem Prozess, gebe dich hin, denn, und da kommt der kleine Hinweis, der Götze der Beherrschung, beherrsche dich nicht, lasse fließen. Lasse dich hier spirituell wachsen, lasse fließen, denn das, was jetzt hier passiert, ist so immens wichtig. Und ja, diese Beherrschungen, auch wir sehen hier, das ist so, ja, Sklaven, die hier einen König tragen. Ähm, du machst dich selber zum eigenen Sklaven, wenn du dich beherrschst, wenn du alles zurückhältst. Nein, jetzt geht es darum: Hingabe, fließen lassen. Absolut. Denn das, was jetzt kommt, und auch das, das ist ein, ein kleiner Seitenhinweis, das, was hier passiert, du bist auf dem Weg zu deinem wahren Selbst, du bist kurz davor. Da kommt natürlich nochmal der Götze des Todes, weil hier kommt jetzt so: Oh, willst du wirklich diese Transformation machen? Wenn du jetzt da springst, hm, gefährlich. Das sind die inneren Stimmen, aber du bist in so einer Phase, dass du dieser Stimme sagen kannst, hey, ich gehe jetzt zu mir selber, ich bin bei mir selber. Und ja, du bist jetzt, das ist wie eine Wiedergeburt, das ist eine absolute Wiedergeburt von dir selber. Bei einer Wiedergeburt, du weißt, bevor man wiedergeboren werden kann, wird was sterben. Es wird etwas in dir sterben, aber was nicht mehr zu dir dazugehört, weil du wirst jetzt wiedergeboren und du bist dann eben in dieser wunderbaren Leichtigkeit, in der absoluten Präsenz deines Selbst, in der absoluten Präsenz deines Seins. Wow, absolut wow, was hier bei dir angestoßen wird. Meine Lieben, ich bin am Ende angekommen. Ich schicke euch... Ganz viel Licht und Liebe aus meinem Herzen. Eine tolle Zeit in dieser Welle und in diesem Sinne Namaste.